Hallöchen, ich mache das hier jetzt einmal kurz mit dem Handy. Das ist jetzt Teil 1,95 oder so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich hier mein C64 auseinandergerissen, habe das Ding da nochmal reingesteckt, habe hier das Ossi und habe mit dem Ossi geguckt. Ich habe da was laufen, es ist nichts zu hören. Und ich habe hier ein Schinsch, der geht mit auf den Skat, der hinten mit dran geht. Passt mal auf, wenn ich den Skat jetzt hier ranhalte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Erst einmal, ich höre einen ganz deutlichen Unterschied. Es ist ein Unterschied zu hören, auf alle Fälle. Also ist hier der LM328 oder was hat er gesagt? LM324. Der LM324 ist auf der Platine defekt. Der Pi funktioniert. Thorsten, wenn du das jetzt siehst, also das Ding funktioniert, es ist der Audioausgang, der im Moment nicht durchkommt. Weil ich habe hier Aktivität auf dem Adressbus, auf dem Datenbus. Ich habe sogar eine Aktivität, wenn ich jetzt hier, und da müsste man mal gucken, was der Original macht. Das werde ich gleich nochmal machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kommt das Signal da raus. Habe ich mich geguckt, das ist nämlich der Audio-Ausgang von deinem Dings, Schallplan. Der kommt aber nicht hier unten auf Pin 4. Nee, Pin 2. Moment, sehe ich gerade in deinem Plan nicht. Gerade der Monitor dunkel gegangen. Ich mache nochmal deinen Plan. Das ist nämlich der SID. Der hat den Audio-Out auf Pin 2. Und da kommt gar nichts. Gar nichts. Das ist ein ganz, ganz, also wirklich ganz minimaler Offset von vielleicht ein halbes Millivolt oder bis 1 bis 2 Millivolt oder so. Mehr ist da nicht. Aber hier auf Pin 7 kommt das Audio raus als Rechteck. Ich mache jetzt gleich nochmal mein Original-SID rein und guck nochmal, wie das Signal aussieht. Aber das wollte ich mal sagen. Die Kiste funktioniert. Es ist der OPV, der Operationsverstärker, der LM324, der hat es doch nicht überlebt, warum auch immer. Der kann eigentlich plus minus 16 Volt oder insgesamt 32 Volt. Und wenn ich den verdreht drauf packe, dann kriegt er eigentlich minus 5 Volt oder minus 3,3 Volt. Ich weiß jetzt nicht, wie der angebunden ist. Minus 9 oder minus 12. Also minus 9 hätte er gekriegt bei mir. Minus 9 Volt hätte er bei mir gekriegt. Das kann der eigentlich ab. Warum der das jetzt nicht konnte, weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle der LM324 durch. Gut, das wollte ich euch nochmal zeigen. Es hat mir hier keine Ruhe gelassen. Also ich habe mir mit Thorsten noch geschrieben. Ich habe erst gedacht, das wäre die Firmware vielleicht runter, aber dann kam mir noch die Idee, einmal mit dem Ossi zu gucken, was die Signale sagen am Pi. Und die passen. Aber vom Ton her passt es noch nicht so, wie ich es denke. Es kann natürlich jetzt auch am OPV liegen und noch an dem fehlenden Kondensator. Er hat einen Kondensator am Ausgang vergessen. Weiß nicht, was ich da nehme, ob ich dann ein μ oder 4,7 μ Elko zwischenhängen als DC-Block. Muss ich mal schauen, was ich da hinkriege. Aber dafür sind halt Prototypen da. Ist halt so. Gut. Ich gucke gleich nur noch mal, wie das Signal am Original aussieht, was da für eins rauskommt. Vielleicht mache ich noch mal ein kurzes Update hier hinten dran. Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich in Teil 2 doch wieder. Und dann werde ich das hier aber mit dem C64 machen. Ich hole jetzt nicht den C128 vor. Das ist mir zu blöd. Okay, dann erstmal danke fürs Zugucken. Tschüssi.